Vier ganze Tage haben wir jetzt schon hier in Singapur überlebt. Momentan sind wir auf dem Weg zum Sentosa Island. Das ist so ein Schwimmparadies und Themepark-Gedöns. Das Geile ist, wir dürfen da ganz hinlaufen. Hier ist so der Boardwalk. Es gibt auch eine Kabelbahn da oben, die hätten wir auch noch nehmen können, glaube ich. Nee, hätten wir nicht, gehört zu irgendjemand anders. Wir sollten jetzt mal bitte überall diese Laufbänder einbauen, weil wir laufen gerade mit 100 km/h. Hallo Nils! Die Hälfte des Weges haben wir jetzt geschafft und es sieht malerisch aus hier. Also kann man echt nichts sagen, aber es sind auch die ersten Schiffe, die wir hier bisher gesehen haben, auch wenn der Hafen gerade mal einen Kilometer von uns entfernt war. Und da sind auch schon die Hafenkräne. Nur noch 170 Meter zu Sentosa. So, jetzt sind wir im Sentosa Island angekommen. Gib mir ein Echo, Echo. So, wir waren gerade ein bisschen tauchen bei den Fischen. War richtig geil, also echt ohne Scheiß, war richtig cool. War auch echt geil gemacht, dass man da einfach rein konnte, ohne noch irgendwie extra was zu bezahlen. Also echt geil. Kurzer Fun Fact: Die meisten Asiaten können gar nicht schwimmen. Mittlerweile ist es 6:30. Wir waren jetzt im Schwimmbad, das war ziemlich geil da. Und sind jetzt auf dem Weg, was zu essen zu suchen. Jo. Also, wen es interessiert, so sieht unser Hostel aus. Und der Eingang ist ziemlich geil. Der ist nämlich so irgendwie gefühlt in der hintersten Ecke. Da habe ich mich am Anfang schon überhaupt gewundert, ob es das überhaupt ist, aber das ist es. Alter!